Sollen wir Tippen? Sie doch nicht machen. Nee, doch, machen wir schon. Was wäre schön, wenn du dabei schweigst. Wir ignorieren dich an. Aber dann müsst ihr schon in der Mitte sitzen, dann könnt ihr so um mich herum gehen. Ja, genau. Also, Lisa. Hör mal, du hast gesagt, ja. Lisa. Herzlich willkommen zu einem neuen Talk aus der Reihe Computerspiele für den Unterricht hier aus dem Keller der Pädagogischen Hochschule in Freiburg aus dem ZFDC. Mein Name ist Jan Böhlmann und ich sitze hier mit Lisa König und ein letztes Mal mit Jannik Stechel zusammen, der uns nach Abschluss seiner Doktorarbeit verlassen wird nach 4 Jahren. Und uns spricht ein bisschen das Herz. Das stimmt, aber man kann bald sein Buch kaufen und das ist sehr, sehr klug. In diesem Sinne, wo wir gerade bei klugen Dingen sind, wir reden heute über Pentiment. Pentiment aus dem Jahr 2022 von Obsidian Entertainment führt uns ins Mittelalter nach Bayern und dort begleiten wir Andreas Mahler, der seines Zeichens Maler ist von Beruf, dabei, wie er anfängt, naheliegenderweise nicht Bilder zu malen, nein, also das auch, aber vor allen Dingen Morde aufzuklären. Wir haben also einen bayerischen Krimi, entwickelt von einem amerikanischen AAA-Computerspiele-Entwickler, nämlich Josh Sawyer, der seit den 1990er Jahren darüber nachdenkt. Und dann erst so kleine Spiele wie Fallout oder Pillars of Eternity gemacht hat. Es ist ein spannender Mix, denn Josh Sawyer hat das Ganze in einem relativ kleinen Team mit Hannah Kennedy zusammen entwickelt. Später ist das Team auf 13 Leute noch angewachsen. Aber insgesamt eine eher kleine Produktion. Und gleichzeitig ist es mit Nominierungen für Preise überhäuft worden. Gewonnen hat es nicht so viele, lustigerweise. Und dennoch titelte sowas wie die PC Games, Obacht, ein RPG-Meisterwerk. Und deshalb schauen wir es mal, ob sich das auch für die Schule eignet. Und deshalb schauen wir jetzt hinein. Für uns spielt Julius Schlosser. Herzlichen Dank, Julius. Und meine erste Frage an euch. Ist es so ein Knaller? Können wir, also erstmal fangen wir mit dem Spiel an. Ist das Spiel ein Knaller? Ich finde ja, aber ihr wisst ja alle auch, ich bin auch Geschichtslehrerin. Das heißt, ich habe so eine gewisse Affinität zu historischen Hintergründen. Und dafür muss ich sagen, ist es wirklich extrem großes Tennis. Wir haben seit Mittelalter so Bauern, Kriege, Aufstände, auch große Hungersnöte und das Ganze eingekleidet in eine Kriminalgeschichte, wo man erstmal sagen muss, okay, Fiktion im Geschichtsunterricht ist immer so ein bisschen problematisch, aber es ist gespickt mit einigen Informationen eben über das Leben der Menschen von damals, sodass es das wirklich zu, aus historischer Perspektive, großartigen Spiel und kleinen Meisterwerk macht. Das stimmt und es ist auch wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht. Also es gibt wirklich viele Details, an die man sich hängen kann, an denen man sich ja auch ein Stück weit aufhalten kann und an denen man so ein bisschen zergehen kann. Gleichzeitig ist es aber auch ein Text, wenn du jetzt Jan fragst, wie es so gefällt, ein Spiel, das wahnsinnig viel Text beinhaltet. Also es ist schon was, da muss man schon ordentlich lesen, das kommt nicht so ganz von selbst. Also man muss da so ein bisschen Arbeit auch reinstecken. Man darf nicht lesescheu sein und man muss eine große Vorliebe für unterschiedliche Schriftsysteme haben, weil das, was das Spiel unter anderem macht, ist, dass es versucht, über Bildungshintergründe und eben auch so Charaktereigenschaften der einzelnen Figuren durch die einzelnen Schriftzeichen zu transportieren, die in den Sprechblasen mit drin sind, sodass wir bei den Mönchen oder bei den Adligen eher so im gesetzten Altdeutsch sind, während doch der ein oder andere Rechtschreibfehler im Krakeligen eher was so an Comic Sans erinnert, dann bei den Bauern und Bäuerinnen zu finden ist und sich auch ganz zauberhafterweise dann eben so der manche Rechtschreibfehler dann einschlecht mit einem Steinchen herausradiert wird, um es dann eben erst zu ändern. Das heißt, wir haben eben nicht nur eine große Geschichte, die sich fürs Lernen eignet, sondern alleine auch schon so ganz viele kleine Details und Elemente, die historisches Lernen ermöglichen. Ja, historisches Lernen ist das Schlagwort. Wir haben 3 verschiedene Zeitfenster, in denen die Geschichte spielt. Also 3 Akte. Es beginnt 1518, wo ein Baron stirbt und wird dann im knapp, ich glaube, 15-Jahres-Rhythmus in etwa. Genau, also ungefähr. Fortgesetzt. Also es sind immer so 15, 18 Jahre, wo man dann eben jeweils die Episoden mit drin und dabei hat. Wobei man sagen muss, dass die einzelnen Episoden zwar aufeinander aufbauen, aber gerade wenn man erstmalig damit im Geschichtsunterricht arbeitet, eigentlich auch die erste Episode schon wirklich sehr viel bereithält, um dann mit dem Unterricht zu arbeiten, sodass man vielleicht nicht unbedingt alle 3 Akte am Stück braucht, um sich jetzt eben mit Bauernkriegen und so weiter auseinanderzusetzen, sondern da auch ein erster Einstieg
Okay, dann haben wir jetzt über Geschichte gesprochen. Ich hätte sofort bei dem bei der Thematik auch um Schriftsystem und diese Bedeutung von all diesen Dingen rund um Soziolekte und sowas alles auch an Deutschunterricht gedacht. Passt das da auch? Auf jeden Fall, allerdings vielleicht ein Ticken schlechter als im Geschichtsunterricht, einfach weil das Thema da wirklich einem so ein bisschen ins Gesicht springt. Also wir haben diese Kriminalgeschichte. Insgesamt geht es darum, dass eben Andreas Mahler versucht, erstmals den Mord eben an den Baron aufzuklären im Rahmen von einem Klosterkontext. Später werden auch noch andere Leute um die Ecke gebracht, dessen Morde dann eben auch mit aufgeklärt werden sollen. Und das Gemeine an diesem Spielsystem ist, dass es rundenbasiert funktioniert, dass die Zeit immer weiter verstreicht und man hat nicht die Möglichkeit, jedes einzelne Detail im Spiel zu erkunden. Was mich persönlich ja dann immer wieder wahnsinnig macht, weil ich gerne alle Elemente da eben mit entdecken möchte. Was aber wiederum für den Deutschunterricht, für das Handlungsverstehen von Geschichten total großartig sein kann, weil eben jeder Spieler und jede Spielerin so einen leicht unterschiedlichen Spielverlauf durchlebt, je nachdem, ob ich mich eben entscheide, ob ich vielleicht während eines Nachmittags mich in eine verbotene Bibliothek schleiche, um dort dann eben Elemente rauszufinden, oder mich dann eben doch eher mit meinen NachbarInnen über die Vorkommnisse unterhalte. Mhm. Und das ist fürs Handlungsverstehen ganz zauberhaft. Also ich bin natürlich nicht so der Deutschexperte, das hat eher, deswegen sehe ich da auch eher so ein bisschen den Bezug zum Geschichtsunterricht. Und ich glaube, wir haben noch nicht über das Glossar gesprochen, was es ja auch gibt in diesem Spiel. Ja, sehr schön. Also das Spiel beinhaltet ja nun sehr viel und eben halt auch zum Teil ein Glossar. Das heißt, immer dann, wenn ein Begriff auftaucht in den ganzen Gesprächen, der irgendwie relevant ist, dann ist der quasi markiert und man kann ihn einmal anklicken und dann wird der einmal erklärt. Also es ist dann sowas wie bestimmte Geldeinheiten werden erklärt oder bestimmte Städte, die irgendwie wichtig sind oder jetzt bestimmte Orden, Glaubensorden, der irgendwie relevant ist. All das wird erklärt, aber auch zum Beispiel Figuren, die ja immer wieder auftauchen. Ja. Da es dann nun auch eine ganze Menge an Figuren sind, jetzt für die Geschichte, werden auch die wieder gezeigt, sodass man dann immer wieder verknüpfen kann, ah, wer wäre jetzt nochmal der Martin? Und dann kann man nochmal draufklicken, hat man nochmal das Bild, dann weiß man, wer das jetzt genau war. Genau. Dazu eben in Kombination von den Informationen, die natürlich auch fürs historische Lernen sehr spannend sind, weil wir dann eben eine Mischung aus fiktionaler Geschichte und den dahinterstehenden Fakten haben, was es für die Kinder deutlich einfacher macht, sich eben mit dem Thema auseinanderzusetzen, haben wir dazu, ihr seht es auch schon im Hintergrund, eine Ergänzung dazu zu dieser Buchkunst, die wir eben auch im Mittelalter mit vermehrt hatten, was nicht nur thematisch, sondern eben auch visuell im Rahmen dieses Spiels mit aufgegriffen wird und wir dadurch nochmal eine Ebene mehr hin zu dieser doch schon ja recht lange zurückliegenden Zeit für unsere SchülerInnen haben, sodass wir eine Kombination haben, eben aus dieser sehr plausiblen Geschichte, sei es eben sowohl die Mordkonstruktion außen drumherum als auch der historische Rahmen, die Information über das Glossar und die Visualität. Bei der Visualität möchte ich mal kurz rein, weil da denke ich jetzt sofort dann auch wieder, jetzt sieht man das gerade im Hintergrund, diese sehr spezifische Kunstform, die Hannah Kennedy ja auch sehr prägend in das Spiel reingebracht hat. Da denke ich natürlich auch wieder an den Kunstunterricht naheliegenderweise. Ja. Weil auch hier sowohl mit Schrift, da haben wir schon was, auch Signaturen und Co., da gibt es schon, steckt, glaube ich, auch in der Hinsicht noch einiges an Musik drin. Gerade insbesondere, wenn man an sowas wie interdisziplinäres Lernen denkt. Also natürlich, klar, könnte man das Spiel dann jetzt auch ausschließlich im Kunstunterricht spielen und sagen, hey, schaut mal, da schauen wir uns jetzt eben mittelalterliche Buchkultur an. Aber da würde viel verpuffen ein. Richtig, ganz genau. Und ich glaube, oder wir hatten das ja auch im Vorgespräch schon besprochen, dass gerade für das interdisziplinäre Arbeiten, also zum Beispiel zu sagen, eine Mischung aus Geschichtsunterricht, Deutschunterricht, Kunstunterricht, lustigerweise später auch ein kleines bisschen Musik, aber das Ganze eher ein bisschen nachgelagert, könnte man dann auf jeden Fall sagen, dass es sich für interdisziplinäres Arbeiten, Projektarbeiten ganz zauberhaft bietet. Jetzt gerade im Hintergrund sieht man auch noch das Glossar, das Yannick vorhin erwähnt hat, wo sich dann eben Julius jetzt durchklicken kann, um die einzelnen Episoden davon nochmal nachlesen zu können und sich zu orientieren, wo er gerade ist. Aber ich halte mal fest, man muss viel lesen, man hat viele Figuren, man hat viele Begriffe, es ist eine abstrakte Welt. Und es ist sehr lang. Und es ist dazu auch noch sehr lang. Das klingt ja wirklich wie ein Knaller im Unterricht. Absolut. Mit wem mache ich das? Kommt auch da wieder sehr auf die Altersstufe an, die man hat. Also Mittelalter ist ja normalerweise klassischerweise sowas 7. Klasse. Mhm. Je nachdem, welche Schulform ihr habt. Manchmal ein bisschen früher mit 6., manchmal ein bisschen später mit 8. Aber so roundabout 7. Klasse.
ist, je nachdem, wie gut die lesen können, wirklich eine extrem große Herausforderung. Für die ist das überhaupt nicht geeignet. Aber für die, die jetzt auch erstmal so einen Eindruck davon bekommen wollen, reicht dieser erste Akt, der in guten, je nachdem, welche Entscheidung man trifft, zwischen 5 bis 8 Spielstunden gut machbar ist, wenn man sich an manchen Stellen ein bisschen beeilt, einen guten Eindruck vermittelt. Das ganze Spiel, so toll es ist, sehe ich selbst als Geschichtsenthusiast nicht vollumfänglich im Unterricht. Genau, zumal gerade ja wesentliche Dinge auch schon am ersten Tag auftauchen. Gerade so, wenn wir über Stände sprechen, wir haben den Klerus, wir haben den Adel, wir haben die Bauern. All das taucht schon auf und auch, was auch vorhanden ist, sind ja auch die Reibungen, die zwischen diesen Ständen schon entstehen. Gerade im ersten Akt sind wir auch viel im Kloster unterwegs. Das heißt, wir können uns auch anschauen, wie so ein Kloster aufgebaut ist. Und all das bietet dann schon viele Anknüpfungspunkte auch an Curricula, an Lehrpläne. Und von daher ist das auch schon sehr gut geeignet. Und das Lustige ist, wenn man da wirklich richtig viel Zeit rein investieren möchte, also wenn man sagt, ich mache jetzt Bauernaufstände beziehungsweise mittelalterliche Ständekultur, wirklich nur anhand von diesem Spiel im Unterricht, kann einen das eine komplette Unterrichtsreihe lang begleiten. Sowohl der erste Akt, als dann auch wirklich alle 3 Akte, wo es dann eben sich im Jahresrhythmus noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber so ist es eben wirklich, dass man sagen kann, ansonsten würde zu viel verpuffen, wenn man es wirklich nur für sowas ganz, ganz Kleines benutzt. Aber es geht wirklich von wenig Impuls bis riesengroße Reihe mit dem Spiel einmal alles. Woran ich auch gedacht hatte bei dem Spiel war, wenn man in der Oberstufe die Facharbeiten hat und man hat einen Geschichtsleistungskurs, man hat dann wirklich leistungsfähigen Schüler, eine leistungsfähige Schülerin, zu sagen, aber das könnte was für dich sein, wenn da eine gewisse Affinität auch da ist. Weil wir ja gerade auch in so einem Rahmen nochmal den Raum haben, mit dem sich Schülerinnen und Schüler mal sehr intensiv damit auseinandersetzen können. Wäre eine meiner Ideen auch noch gewesen, wenn man jetzt noch ein bisschen davor zurückschreckt, es wirklich in seinen Unterricht zu holen im großen Stil, könnte das gegebenenfalls auch eine Option sein. Idealer wäre da vielleicht sogar auch gerade eine Projektarbeit, die eher so in Klasse 9, 10 ja auch in den Sekundarstufen 1, also für Hauptgemeinschaftsschule und eben Realschule vor allem mit ansteht, auch noch geeignet, weil wir haben ja gerade im Gymnasium mit den Leistungskursen, vor allem in Baden-Württemberg, das ist in anderen Bundesländern ein kleines bisschen anders, einen sehr, sehr großen Fokus auf europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts. Und da ist es dann halt wieder schade, weil das so ein kleines bisschen rausfällt. Man hat aber immer wieder so ein bisschen die Spielbeine. Also das ist, du als auch aktiver Lehrer kennst das ja, dass man da immer wieder so ein bisschen Spielfeld hat, um das dann einzusetzen zumindest. Wobei ich Jans Impuls auch sehr gut finde, also in Richtung jetzt Facharbeiten, Baden-Württemberg haben wir die GFS relativ stark. Warum nicht einfach mal einen Schüler, der vielleicht ohnehin ein bisschen affin ist in dem Bereich, mal mit so einem Spiel betrauen und dann zum Beispiel herausfinden lassen, was ist denn hier jetzt Fiktion? Da haben wir hier Anteile und was ist eben halt Realität, um das einfach mal auseinander zu dröseln und zu schauen, was steckt da alles drin in so einem Spiel. Und da steckt dann eben gerade die Metaebene, die Deutungsebene. Ihr seht jetzt auch gerade schon die unterschiedlichen Sprechblasen im Hintergrund, die dann eben auch direkt zur Figurencharakterisierung genutzt werden können. Ist einfach die Metaebene des Spiels alleine durch die ganze Gestaltung so reich an Auseinandersetzungsmöglichkeiten, dass es da auf jeden Fall viele Anknüpfungspunkte gibt, die sich im unterrichtlichen Kontext, nehmen wir es jetzt mal, egal ob Facharbeit, Riesenunterrichtsreihe oder eben nur kleiner Impuls, nutzen lassen. Ich würde sagen, dann kommen wir zum Ende. Schaut es euch an. Pentiment ist ein Meisterwerk, da sind sich eigentlich alle einig. Ob es ein Meisterwerk für euren Unterricht wird, müsst ihr wieder entscheiden mit Blick auf eure Lerngruppe, mit Blick auf die Gegenstände, beziehungsweise in dem Fall auf eure Lernziele und zu schauen, ob das der Gegenstand eures Herzens ist. In dem Fall, wenn ihr gerne lest, bald sind vielleicht Sommerferien oder sowas, da könnt ihr euch da mal durchspielen und reinschauen. Und wir sagen Tschüss aus dem Freiburger Keller. Bis bald, schaut in die nächsten Videos rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.